Eine Sache, die mir eben gerade aufgefallen ist, beim Gucken des Endes des letzten Videos, war, dass das hier nicht so schnell läuft, wie es laufen sollte. Also das Kupfer, was produziert wird, wird hier schon recht früh weggefangen und da oben kommt fast gar nichts mehr an. Das würde ich gerne jetzt beheben. Durch den Power Armor. Also wenn ich jetzt nicht wieder was ausgebe für einen Grinder oder zwei, dann schiebe ich die Power Armor wieder auf und die wollte ich eigentlich ganz gerne demnächst haben. Die kriegen das alles abtransportiert. Du kriegst es abtransportiert. Gibt hier keinen Stau. Ich bräuchte einfach noch einen Drill und noch einen Grinder. Ich will aber nicht los. Es ist dunkel und kalt und ich müsste die ganzen Waffen wieder ummodeln. Nee. Müsste ich eigentlich trotzdem machen. Und es gibt wieder Probleme bei der Sniper-Munition-Herstellung. Wahrscheinlich wieder Eisen oder Kupfer, das fehlt. Forschung könnte ich anschmeißen, ja. Mache ich auch gleich. Du kriegst derweil schon mal Nom Nom. Was sagen die Roboter? Alle Roboter ausgelastet. Habe ich genug, um noch ein paar zu bauen? 10, ja. Wow, 10 Roboter. Und dann schnappe ich mir Kupfer und Eisen. Kupfer. Oh ja, doch. Schnapp mal Kupfer. Mach dich mal weg. Mach hier draus mal eine lila Kiste. Auch wenn das jetzt die Roboter ein bisschen nerven wird. So. Du kommst da unten mit rein. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Vorerst. Okay. Und dann jetzt den restlichen Platz mit Eisenplatten auffüllen. Staut sich das hier schon langsam? Ja, sehr gut. Ja, damit. Auch wenn das jetzt nicht viel ist. Das ist echt nicht viel. Okay, dann schnappen wir uns das Zeug hier auch noch. Und dann sollte es langsam hinhauen mit genug Eisen für hier drüben, ha? Jedenfalls für ein, zwei Angriffe. Genug Munition für die Snipertürme. Euch nehme ich mit für Landfill. Ist ja auch noch eins der wichtigen großen Projekte. Die ganzen Seen wegkriegen und umformen und was weiß ich. So. Du hast eigentlich recht viel Kupfer hier. Dall ist es eher. Hm? Ihr verbraucht euch fast gar nicht. Trotzdem kannst du es mal ordentlich anfordern. Dass immer 100 Stück da sind. Richtig. Flupp. Wo wird's hingelegt? Achso, da unten in die Kiste. Warum genau? Achso, damit es in der roten Kiste da hinten zwischengelagert ist, damit das von den Robotern weggetragen werden kann. Allerdings staut es sich da fast nie, weil es sich hier nicht staut. Das heißt, es müsste erstmal einmal komplett rum Sniper-Munition geben, bevor sich da irgendwas staut. Und das dauert doch ewig. Das dauert richtig, richtig ewig. Fuelblocks stauen sich. Oh. Irgendwie stauen sich die Fuelblocks. Könnte es vielleicht daran liegen, dass da ein Loch im System ist. Und trotzdem wurde es nicht verbraucht. Ich schau mal hin, ob hier wirklich alles okay ist. Oder ob es da zu kleinen Komplikationen gekommen ist. Nein, weil wir haben eine recht große Pufferkiste. Das ist schön. Auch wenn das hier oben, wie gesagt, alles wegkommt. Mit der Zeit. Brauchen wir ein paar Water bekommen, damit ich nicht immer so rumfriemeln muss. So. Das hier muss erst umgebaut werden, aber das Loch da kann weg. Da. Angriff bei den Mauern, da muss ich mich nicht drum kümmern. Und das hier kann alles weg, richtig? Genau, das soll nach Westen erweitert werden, um hier überall Strom zu machen. Das heißt, den ganzen Wasserbereich brauchen wir gar nicht. Okay, da habe ich eventuell genug für. Ne, 157 brauche ich. Das kriege ich hin. Da ist zum Beispiel noch ein Feld, was man nutzen könnte. Schwupp, schwupp, schwupp. Dich da drauf bitte mit einer Kiste.
Haben wir hier Robo-Abdeckung? Ja. Oh, warte mal. Nimm mal einen Blueprint bitte blau. Mach einfach einen Blueprint von den Pfosten da. Und mach mal das hier. Einfach nur, damit ich nicht von Hand immer das irgendwo setzen muss, wenn ich gerade irgendwo irgendwas plane. Ist das richtig so? So. So. Jetzt muss es nur noch in irgendeiner Kiste vorrätig liegen. Das heißt, ich bapp einfach eine gelbe Kiste hier in die Bumper. Schmeiß da die rein und baue die von Hand neu. Nächstes Problem wird sein, hier unten ist kein Roboport. Also in manchen von den Bereichen? Doch. Es braucht nämlich kein Orange, es braucht nur dieses Gelb-Grün, um es da zu platzieren. Ja gut, dann machen wir weiter hier. So. Was da unten blockiert das Ganze? Das ist nicht so schön. So. Bum, 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 bum. Überall wird was gesetzt, überall wird gebaut. Die ganzen alten Poles hier kann ich dann herausreißen. Flop, flop, flop. Und ich denke, das sollte auch erstmal reichen an Blueprints, weil wenn ich noch mehr platziere, dann kommen die Bots nicht hinterher und die Kane dann, diese Blueprint-Dinger da. Die Mauer. Ja, ich sollte zwischendrin auch noch Mauern haben, aber hier? Weiß ja nicht. Macht ein wenig Sinn wegen dem Raumschiff. Aber wenn, dann würde ich die Mauer dann direkt beim Raumschiff rumbauen. Also keine Ahnung, 3-4 Felder Abstand vom Raumschiff und dann einheitlich drumrum. Und nicht willkürlich einfach hier, nur weil hier früher mal Wasser war. Übrigens auch so ein Job, den die Roboter hätten machen können. Aber es sind halt noch zu wenig. Die Construction Bots sind jetzt oben mit dem Impuls beschäftigt. Das kommt dann auch später alles irgendwo anders ordentlich hin. Und ich schnapp mir jetzt die Steine. Gib mir die Steine, mach daraus Landfill. 157 brauchte ich. Noch irgendwo Stein? Ich sehe schon, komm, irgendwann habe ich keinen Stein mehr. Aber das ist Gott sei Dank kein Ditech. Also Gott sei Dank. Zum ersten Mal, dass ich jetzt sage, Gott sei Dank kein Ditech. Weil bei Ditech oder Bobtech, ich weiß nicht welches von beiden, da braucht man so viel Stein für allen möglichen anderen Krimskrams. Hier wird alles verziegelt. Kannst du mir auch mal geben. Weil das wäre auch noch schön, wenn das endlich alles einheitlich hier aussieht, was den Bodenbelag angeht. Also einer Fabrik würdig und nicht, ne? Hightech-Maschinen so auf Gras stehen haben, ist ein bisschen doof. Aber das dauert noch ewig. Werde ich viel mehr Steine brauchen. Ich werde Outposts anlegen müssen für Stein, um das ja alles zuzubetonieren. Und es ist noch nicht mehr Beton, es sind einfach nur, ne, die Steindinger. Was wollte ich noch? Neues Eisen abholen, die Roboter mal freilassen. Forschung. 200. Das wird dauern. Bessere Fabriken. Nee, das hier wird gut was reißen. Wird sehr lange dauern. Aber ist wichtig, Mama. Habt ihr irgendwas? Ihr habt keine Batterien. Hier, Batterien. Batterien. Grüne Ärmchen habt ihr vorrätig. Gut. So, uns. Beat-Null bekommt ihr auch noch. Gerade weil es so wichtig ist. Okay. Es müsste einen richtigen Sprung geben, wenn die jetzt plötzlich doppelt so viel tragen können. Ich kann gleich ein neues Blueprint davon legen. Roboter sind allerdings alle noch ausgelastet. Stahl und Eisen staut sich leider nicht mehr. Weil ich was getan habe. Ich hatte irgendwo ganz viel Stahl rausgenommen, oder? Nimm mal den Stahl hier raus und tu den Stahl hier rein, damit er sich davon nichts schnappt. Das ist auch ein Plan. Und ich habe jetzt 157 plus Landfill, also kann das da alles weg. Ja, damit.
Mach Blusch. Mist. Ich müsste das Eisenfeld hier abbauen, bevor ich hier irgendwas anderes hinsetze. Und anscheinend habe ich nicht genug Poles in das System geschmissen. Also setz bitte hier noch eine gelbe Kiste in die Pampa. Und verteile die Poles. Bau mir Poles. Ja, okay. Noch ein Puls da rein. Das muss weg. Und das... Nee, ich werde es nicht verpulvern. Pulver ist für Kupfer weiterhin. Also einfach... dich darauf setzen. So. Und nicht so, weil du da im Weg bist. Das ist doof. Das heißt, die hier unten setze ich von Han. Warte mal. Achso, du warst falsch. Der Rest war richtig. Genau. Setze ich von Han, setze ich von Han. Du bist mal wieder falsch. Aber das kann ich jetzt... Nee, kann ich nicht fixen. Ich kann das aber hier unten rumlaufen lassen. Ja, 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 ja. Mach das mal weg. Mach das da mal weg. So, Inventar ist voll, das ist egal. Habe ich hier unten Roboterabdeckung? Jupp. Jetzt brauchen wir gelbe Kisten. Baue lila Kiste dahin, schmeiß das alles da rein, damit jetzt endlich alle Dingens da versorgt werden. Gut. Dann bräuchte ich eigentlich noch mehr Landfill, um das da unten zuzumachen, damit ich das hier schon mal rüberbauen kann. Das kann nämlich alles weg. Komische Zwischenposten hier kann auch weg. So. Und hier überall Drills hin, einfach nur mit Kisten. Und dann werde ich später tausende von Robotern damit beauftragen müssen, das Erz zu der Schmelzanlage zu transportieren. Entweder das oder ich baue... Ich kann das Erz auch denn hier unten rumlaufen lassen oder oben rum und dann zu den Schmelzen hinbringen. Das wird komisch aussehen. Wann hat mich komisch aussehen schon mal abgehalten? Abgesehen von sehr häufig. Du da, du da, du da. So. So, du legst auf die rechte Seite. Ihr legt auf die Seite. Also ich bräuchte jetzt wieder einen, der auf die andere Seite legt. Das mache ich. Wie mache ich das? Euch da lang? Von, auf die Seite muss das jetzt rauf. Das geht nur mit dem Untergrundding, ne? Ja, war Untergrundding. Hier nach da und da hoch. Das ist sehr komisch gerade. So. Okay, gut. Oder auch nicht. Lauf da lang, lauf da runter. Und du läufst dann neben dem Fließband hier auf die andere Uferseite. Ja, und ich habe wieder keinen Platz, ist okay. Moni kommt dahin. Roboter sind am Flitzen. Stein. Ich hole mir jetzt Stein. Irgendwo wird schon Stein zu holen sein. In der neuen Mine, die ich aufgestellt habe zumindest. Das wird das da. Aber ist bestimmt nicht genug. Nö. 17 Stück reichen auf keinen Fall. Dann einmal hier bitte dich hinstellen. So, du wirst genau verziegelt. Da ist noch einer. Du könntest schön voll sein. Na, ist ein Anfang. Sonst Stein. Ich verteile hier immer richtig überall die Drills, wenn ich irgendwo Flächen sehe, die ich weghaben möchte langfristig. Oh, du bist alle. Nee, 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 nee. Da ist Kohle. Okay.
Hier ist Chaos. Da kann ich was hinbappen. Du, bitte, da, Stein. Kann ich in ein, zwei Folgen abholen. Hier ist auch nicht so viel. Aber es läppert sich, ist okay. Kurzer Blick hier unten hin. Nö, 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 nö. Da ist das ganze Kupfergedöns. Die Logistik Robot Cargo Size, ne? Wie erwartet, dauert echt lange. Aber dadurch, dass es so lang... Ach Mist. Es dauert so lange, weil kein Kupfer hier ankommt. Ja. Okay. Damit wäre die Frage nach der Power Armor auch geklärt. Die muss jetzt warten. Ich brauche vorher Grinder für die Kupfergeschichte. Weil es muss mehr Kupfer oben ankommen. Da geht kein Weg dran vorbei. So, das hier war mal was? Das war mal Metall. Also Eisen. Ist jetzt allerdings leer. Gut.